Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parasite Eve 2. In der letzten Folge haben wir uns mit Douglas unterhalten und er hat uns hier auch ein paar Waren angeboten. Das eine oder andere haben wir gekauft, das eine oder andere konnten wir leider dann nicht mehr kaufen, weil wir kein Geld mehr hatten. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir kurz nochmal hier reingehen, denn wir haben wieder 1514, wobei das hier, glaube ich, nicht ganz so gut ist. Verbrennt Gegner. Ja, das hier verbrennt ja auch Gegner in Anführungsstrichen, aber wahrscheinlich ist das hier ein potenzieller Giftschaden. Warum hast du denn so viel Feuer und kein Eis? Oder ja, wahrscheinlich, weil Mitochondrien, das wurde ja im ersten Teil sehr stark thematisiert, dass Mitochondrien dafür sorgen können, dass Leute abfackeln, ne? Von daher, ja, mein früheres Ich hätte sich sehr gefreut, weil mein Lieblingselement ja mal Feuer war. Später habe ich dann gesagt, es wäre Wasser oder so. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, was ich will. Manchmal habe ich Bock auf Wind, manchmal habe ich Bock auf Wasser. Das ist halt, man kennt's, ne? Manchmal hat man einfach Bock auf vieles, aber ja, man kriegt dann trotzdem nicht alles, was man will. Was machen wir hier? Ja, die Heilung war mir ja schon irgendwo wichtig, weil das war so eine 0815 Heilung, da brauche ich aber noch ein bisschen. Deswegen belasse ich es einfach dabei, gehe wieder raus und red mit ihm, beziehungsweise soll ich mich, ich weiß nicht, was jetzt hier was skriptet. Ich rede mal mit ihm. Wollen Sie was? Infos über den Bunker. Ach, in den Bunker wollten wir, genau. Ich habe gehört, dass es einen Bunker geben soll. Bunker? Ach ja. Eine Miliztruppe hat einen gebaut. Gegen Atomangriffe. Er ist hinten im Gebirge. Wird er benutzt? Keine Ahnung. Ein Konzern soll ihn gekauft haben. Was? Was war das eben? Puh, das war aber ein kleiner Schrei. Ein Schrei? Was? Ich habe nichts gehört. Das waren seine Leichen im Keller, ganz sicher. Ja, das haben sie sich eingebildet. Es kam aus der Richtung. Ne, da ist nur das leerstehende Haus. Ich hatte das abgeriegelt. Da bewahre ich nur meinen Snickers auf. Vielleicht ein Tourist oder ein Terrorist. Ich werde nachsehen. Wo ist das Haus? Ja, da drüben. Du hast es doch gehört. Gleich unter dem Gemischwarenhändler. Wie praktisch. Sie müssen in den Laden. Aber wenn er fertig mit ihnen war. Aber ich habe keinen Schlüssel. Sicher? Oder sollte ich nochmal bei dir im Dings nachgucken? Vielleicht geht's durch den Abwasserkanal. Der Brunnen führt direkt in den Laden. Vielleicht nochmal im Schacht nachschauen. Ein bisschen nass, aber sicherer. Kommen Sie mit. Was jetzt? Danke, aber ich komme alleine klar. Es war bei ihm ist es immer so, wenn er halt fertig war mit dem Auspeitschen seiner Opfer oder so, da hat er dann natürlich meist Hunger gekriegt und wenn dann der Händler direkt nebenan war, war natürlich praktisch. Schweißbrenner und ein Drehbank. Krass. Also das ist ja dann doch schon etwas länger hier. Im 700 bla bla. Hey, Sie haben ja richtig eine Ahnung. Gehört mit zum Job. Die hat er sich einfach nur so aufgehangen. Ich meine, ganz ehrlich, oder meint sie Ahnung, weil sie die Waffen kennt und auch cool findet? Ich könnte mir auch irgendwie Bilder von Van Gogh ankleben und das heißt nicht, dass ich automatisch Ahnung habe. Kann ich den Hund jetzt mitnehmen? Haben sie eine Lizenz? Ich hab's von den Milizleuten. Das ist illegal. Ach, seien Sie kein Spielverderber. Sie haben doch bestimmt auch schon Call of Duty gespielt. Ein Pfeilensortiment. Pfeilensortiment? Achso, ja klar. Ich war gerade so. Ich hatte das Wort gehört und war irgendwie in einer anderen Richtung unterwegs. So wie Pfeilen, wie ein eingefeiltes, ein sehr auffälliges, ein sehr raffiniertes Sortiment. Ein Werktisch für Waffen. Ja, okay. Wie war das jetzt? Da wäre noch was. Seht ihr das? So eine Scheiße, ey. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber mein Bein. Stimmt, da war ja was. Gibst du mir jetzt noch was? War das dein Bein, das gerade so geknarrt hat? Oder dein Stuhl? Okay, ich dachte, ich kriege jetzt noch die Kasseninfos. Okay. Ich habe wirklich Glück, dass dann immer so dieses Rote da, aber... Ach ja, der Brunnen, na klar. Na klar, okay. Das hatte ich aber jetzt wirklich spontan vergessen. Das ist also das Ding, weil man da schon nachgeschaut hatte und dann...
Hat es nichts gebracht übrigens. Genau, vielleicht mal ganz kurz für den nächsten Kampf wechseln. Oder Moment, was habe ich gerade getan? Nee, nee, nee. Was? M9 Hydra. Ich wollte wechseln. Aber ich glaube, ich mache das so. Habe ich jetzt... Moment, ich bin verwirrt. Gut, ich habe die neue Waffe drin, ne? Ich will doch, dass... so machen. Aber das mit den Pfeilen, das ist auch... Wobei, nein, 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 das ist tatsächlich sogar schlau. Moment. Ja, ja, klar. Das ist aber... Das ist schon dumm. Weil... Ja, natürlich hat eine Pistole eine größere Reichweite. Natürlich hat es eine höhere Rate. Und natürlich ist es auch leichter. Aber was ist denn mit dem Power Level? Das steht hier nicht. Oder? Kurzläufige. Bug, Fire, Slog, Einzel. Drei Rounds. Wide Range, Raid, Gorge. Steht hier nicht. Schisch. Was? Nee. Hier steht kein Power Level. Das, was ja eigentlich schon wichtig wäre, aber okay. Aber wie habe ich, wie soll, warum habe ich denn, ach, keine Ahnung. So, was war hier, da steht Power Level 15. Ja, also die Munition ist dann das Power Level oder was? Ja, hier steht es 40 Power, okay. Dann haben sie sich das so gedacht. Ja, was auch immer. Genau, also. Moment, sind jetzt hier zwei Türen? Was ist das hier? Die Tür zur Fahrerkabine scheint abmontiert zu sein. Ach, das ist eine Fake-Tür. Oh, hier kann ich speichern. Ja, sollte man vielleicht nochmal machen. Darf ich nur zu? Kaufen Sie aber was. Habe ich schon. Habe ich schon. Hallo? Ja? Hey, Eya, was denn? Du brauchst mir nicht zu danken. Herr, er ist gerade irgendwo unterwegs. Ja, zum Glück. Kommst du klar? Ich weiß, aber übernimm dich nicht. Ja, gut. Ja, es ist so... Am Telefon macht sie dann den stillen Protagonisten und antwortet einfach nicht. Ich check die Spielzeit nicht, ey. Aber vielleicht habe ich auch lange nicht mehr gespeichert und da steht dann jetzt 4 Stunden, weil theoretisch müssten wir so bei 4 Stunden sein, mehr oder weniger. Aber zwischen den Folgen lasse ich das Spiel ja auch laufen und da kommen ja dann auch immer pro Folge 1-2 Minuten dazu, also wird die Zeit verfälscht. Flint, zeig mir den Weg! Flint heißt du, ja? Und jetzt... nimmst du Hilfe an? Jetzt brauche ich die Hilfe aber nicht mehr. Beziehungsweise für den Moment brauche ich die Hilfe einfach nicht. Waren die Fußstapfen immer so laut oder habe ich mein Headset jetzt einfach lauter eingestellt? Das ist ja krass. Oh, shit. Ja, danke Flint, du Wichser. Ja, aber hier wäre dann natürlich die Shotgun schon gut, aber wir machen es einfach so. Paff. Ja. Paff. Hund, greif an. Greif an, Hund. Die Waffe ist ja mal so... Scheiße. Ja, es ist halt der Nahkampf. Es ist halt der Nahkampf. Ich dachte, das lohnt sich jetzt zeittechnisch nicht, aber ich hätte das wirklich umequipieren sollen. Jetzt würde ich mich natürlich gerne heilen, ne? Aber egal, scheiß drauf. Ich hatte ja eben gespeichert, notfalls. Und was jetzt, Flint? Ach so, klar, wir müssen ja auch irgendwie runter. Deswegen hast du mich hierhin geführt. Vielleicht komme ich damit in den Brunnen, ja. Ah, schlauer Hund. Es ist der Walkthrough-Hund. Die Zeiten. Jetzt kannst du aber wieder ein bisschen schneller. Ach nee, du zeigst mir jetzt nicht mehr, ne? Die Zeiten des Lesens sind vorbei. Jetzt kriegt man für jedes Spiel einen Walkthrough-Hund. Kann ich hier durch? Nee. Ja, wo ist denn? Ach, da ist die Tür. Ja, deswegen dreht er sich so. Er hat die Tür markiert. Direkt wieder Gegner. So, für euch müsste das aber... Naja, so semi-gut. Ja doch, die kommen ja nicht ran. Der zweite Schuss ist immer so heftig. Zack. Oh, oh, oh. Da kriege ich ja fast Mitleid bei den Geräuschen. Moment. War der Hund jetzt doch wieder da? Tatsächlich. Wir fragen mal besser nicht, wie er durch die Tür gekommen ist. Ah nee, das Thema hatten wir ja schon. Er ist ja out of bounds. Deswegen wurde er auch vorhin nicht von den Gegnern angegriffen. Der cheatet sich ja durch. Ja, und jetzt? Habe ich noch was? Brauche ich noch was? Ein schäbiger Laster. Ob er überhaupt fährt? Oder warum?
Oder ist er einfach nur dafür da, falls ich den Weg zurück zu Douglas suche? So wie Brotkrumm damals. Aber ja, er, im Gegensatz zu Hänsel und Gretel konnte er sich keine Brotkrumme leisten, sondern nur den dämlichen Hund. Der ist natürlich billiger als Brot, wie wir alle wissen. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Der ist ja echt krass, Junge. Der ist ja wirklich krass. So, und jetzt kommst du aber mit, ja? Mit in den Brunnen runter. Ein alter Brunnen, drinnen ist es dunkel. Ein, ja, auch das muss ich jetzt selber equipieren, oder? Moment, wahrscheinlich stehe ich nicht richtig. Ne, ich muss das tatsächlich jetzt selber equipieren, falsch Taste. Na gut, Key-Items, Seil, benutzen. Natürlich sehen wir das nicht. Oder? Stahlseil benutzt. So, jetzt werf den Hund rein. Jetzt kann ich hinunter. Das kann ich nicht wegklicken. Nee. Wir sehen wieder mal nur epileptische Anfälle. Okay, jetzt wird's wieder geil, ne? Also es war vorher auch schon geil, aber jetzt wird's noch 500 mal geiler. Ja, auf so einem engen Raum würde ich dann tatsächlich wieder die Shotgun reinmachen. Buckshot. Buckshot. So, sicherheitshalber mal hier klicken. Klick, klick, klick. Oder geht's da? Ne, da geht's nicht lang, oder? Nee. Oh doch, warte, doch, doch, doch. Moment, was ist denn das schon wieder für ein Bullshit hier? Keine Ahnung, wir werden es niemals herausfinden. Oh, Fledermäusis. Zack! Flatsch! Oh, geil. Ja, die Shotgun ist halt immer noch am geilsten. Weil ich meine, solange du gegen keine richtigen Gegner kämpfst, müssen die Viecher ja auch näher kommen. Und dann ist die Shotgun immer die beste Möglichkeit, die beste Alternative. Sofern sie denn will. So, es geht. Was, was? Das Gitter ist zu. Okay. Hätte ja sein können. Ultima-Zauber oder sowas. Man kennt's. Das erinnert mich irgendwie an Alone in the Dark. Ach, die Demo damals, die war so geil. Das eigentliche Spiel fand ich jetzt nicht so geil, weil die Rätsel einfach so krass waren. Das war ja mit es war das erste, was ich auf diesem Kanal Let's Played hatte. Und dann aber nicht beendet hatte. Ein Schalter, er ist ausgeschaltet. Erstmal checken. Bla 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 bla. Einfach vielleicht der Lichtschalter oder. Mach mal. Okay. Das kann jetzt gut oder schlecht sein, dass ich das gemacht habe. Oh. Da ist wieder einer von den exklusiven Ravon Stealth Gegnern. Boss! Oder soll der wirklich so stealthy sein? Das wäre natürlich krass. Upsi pupsi, jetzt habe ich nicht auf mein Leben geachtet. Ah, fuck. Aber er war gnädig. Lauf. Okay, da kann ich mich direkt wieder heilen. So Protes wäre halt geil. Kann ich da überhaupt ausweichen? Nimm mal hier Anti-Body. Touch my body. Touch my body. Oh, nein. Das hat jetzt nur semi geholfen. Wie war das mit dem von wegen, ja, mein Elixier für den Boss? Ja, wenn ich mal gewusst hätte, dass der jetzt kommt. Oder notfalls sterbe ich halt. Nein! Wo ist er? Er ist halt wirklich ein Stealth-Gegner, oder? Das ist kein Emulator-Bug. Das ist keine Übung! Ich wiederhole, das ist keine... Oh nein, ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Oh, wie er einfach gewartet hat, der kleine Hurensohn. Gibt's hier wieder ein Spielchen mit dem Strom oder sowas? Vielleicht hätte ich mal nicht auf den Schalter drücken sollen. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Scheiß Kamerafahrt. Okay, ich mach jetzt Allahu Akbar. Oder auch nicht. Kann ich mich noch? Nein, ich kann mich nicht mehr heilen. Ja, einfach schießen. Oh, da sehe ich dich. Da ist was abgefallen, was ich nicht gesehen hab. Zensiert extra für euch. Ich wusste das. Ich wusste, dass er in 1000 Teile zerfällt und damit mein Video nicht von YouTube monetarisiert werden kann, habe ich das so gemacht. Protein.
Ach, bin ich voll? Kann ja gar nicht sein. Schrotpatronen 10. Hm. Kann ich das jetzt hier nicht. Doch, 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 ich kann es benutzen. Bla 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 bla. Medizin, bla 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 bla. Wollen wir das jetzt wirklich benutzen? Nee, oder? Habe ich es überhaupt bei? Die Ringerlösung war das, ne? Blitzlicht, Einwegverteidigungswaffe blendet den Gegner. Ja, sowas hätte man mal benutzen sollen, aber okay. Tauschen. Und das können wir, das verschieben wir einfach rein, oder? Hat er ja automatisch gemacht. So. Zack. Ja. Ja, kann ich schon was von der Leiche sehen? Nee, leider nicht. Aber war wahrscheinlich dieselbe Todesanimation. Ja, da müsste ich doch jetzt krassen Shit haben. Guck hier, Heilung, zack, direkt auf mittlere. Wie viel brauche ich beim nächsten Mal? 4000. Uiuiuiui. Das könnte nochmal 30 Parts dauern. So, und dann nehme ich mir Blinde Mitte für Eiweiß voller AP plus 5 Max. 5 mal Max kriege ich auch noch oben drauf. Ja, nehme ich jetzt benutzen. Zack. Aber irgendwie. Das mit dem 5 mal Max habe ich mir anders vorgestellt. Dass ich für immer 5 plus 5 kriege. Aber wahrscheinlich ist das dann nur in dem jeweiligen Kampf, ne? Wie dumm, ey. Na gut. So. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Das ist eine Sackgasse, also gehen wir da mal noch schnell hin. Hier ist auch wieder ein Schalter, oder? Ein Schalter, ja. Ha! Vielleicht für Plattform oder irgendwie sowas. Was haben wir hier? Das ist eine Tür, aber was ist da mit der Leiter? Wieso wird mir die denn nicht angezeigt? Ist das nur Deko da hinten? Nee, da geht's hoch. Vielleicht lande ich ja jetzt in irgendeinem Zimmer, wo ich noch nicht reingehen konnte. Und kann das dann aufschließen. Moment, das war ein Witz. Wo bin ich jetzt? General Store. Ja, Moment, das war ja auch der Ort, wo ich hin musste, ne? Ich sollte doch am General Store vorbei und so weiter. Ja. Ja, okay, nee, dann gehen wir nochmal runter und checken, was da abgeht. Ja, in der nächsten Folge von Let's Play Parasite Eve 2. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.